An dieser Stelle von hier oben nochmal solidarische Grüße an die Gruppe von südeuropäischen Migrantinnen hier in Berlin, die unter dem Motto United Against Austerity for a Social Europe mit uns demonstrieren. Welcome, comrades. Bienvenidos, compañeros. Ciao a tutti. Schön, dass ihr dabei seid. Weiter dahinter sehen wir von hier aus ja auch den Blog von Top Berlin und dem ums ganze Bündnis, die eine super geile Alternative zu der ganzen Scheiße hier propagieren, nämlich die klassenlose kommunistische Gesellschaft. Solidarische Grüße also auch an den Blog von ums ganze. Toll, dass ihr hier dabei seid für den Kommunismus. Ja, und für den Kommunismus geht natürlich nur, wenn wir uns auch die unsichtbaren Seiten von Vergesellschaftung, von Produktionsverhältnissen angucken. Nicht zuletzt deswegen hat im März auch eine große Bewegung sich getroffen hier in Berlin unter dem Slogan der Care Revolution. Denn wir setzen eine Care Revolution gegen die Krise. Wir wollen auch die Care-Seiten sozusagen sichtbar machen von dem kapitalistischen Normalbetrieb. Ich freue mich jetzt besonders, meiner Genossin von der Queer Feminismus AG, der interventionistischen Linken, das Wort zu geben. Vielen Dank, wir haben es gehört. Care-Arbeit und Reproduktion ist ein Bereich, der vor allem in der Krise einen zentralen Stellenwert einnimmt und sich in der Krise vor allem zuspitzt. Die Strategien zur Abfederung der Finanz- und Wirtschaftskrise haben ein vergeschlechtlichtes Gesicht. Was systemrelevant mit viel staatlichen Subventionen und Getöse gerettet wurde und was nicht als systemrelevant der Insolvenz überlassen wurde, haben nicht zuletzt die mehrheitlich weiblichen Beschäftigten bei Arcandor oder Schlecker erfahren müssen. Auch ist durch jahrelangen Abbau staatlicher Zuwendung Mangel im Bereich Kinderbetreuung, Gesundheit oder Pflege entstanden. Die Charité-Belegschaft macht durch ihre Kämpfe darauf aufmerksam. Es fehlt Personal, Stress und Zeitdruck nehmen zu. Gleichzeitig wird erwartet, dass dieser Mangel durch Fürsorge und Aufopferung privat und in den Arbeitsverhältnissen weiblich aufgefangen wird. Weiblichkeit wird hier in Beschlag genommen, um Kürzungen aufzufangen. Aber auch andere Herrschaftsverhältnisse werden genutzt. Zum Beispiel, wenn Hausarbeit an oft illegalisierte MigrantInnen ausgelagert wird. Anstatt soziale Infrastruktur zu stärken, wurde im Zuge der Krise eine Schuldenbremse verabschiedet. Sie soll garantieren, dass staatliche Ausgaben stabil bleiben. Das wird aber nicht dazu beitragen, den Mangel in vielen Bereichen von Care zu lösen. Die neoliberale Politik der Privatisierung und der staatlichen Einsparungen wird dann als Erfolgsrezept verkauft. Die Rettungspakete der Troika-Politik erzwingen rigorose staatliche Ausgabenkürzungen und Einsparungen. Das Gesundheitssystem oder öffentliche Betreuungs- und Bildungsangebote, zum Beispiel in Spanien und Griechenland, kommen so zum Erliegen. Die Einsparungen treffen auch hier verarmte Haushalte und dabei insbesondere Frauen. In der Krise spitzen sich auch Auseinandersetzungen um feministische Errungenschaften zu. Homophobe, transphobe und antifeministische Angriffe nehmen zu. Gleichzeitig wird Feminismus genutzt, um das Bild eines fortschrittlichen Westens zu kreieren. Unter dem Deckmantel von Frauenrechten werden Angriffe gerechtfertigt. Was heißt das alles für die Frage von queer-feministischen Kämpfen heute? Es ist klar. In der gegenwärtigen Krise finden heftige Auseinandersetzungen statt. Und diese Auseinandersetzungen sind entscheidend dafür, ob es gelingt, die Bedürfnisse von Menschen hier in Europa und global ins Zentrum zu rücken oder ob die Krisenpolitik weiterhin gesellschaftliche Spaltungslinien verschärft. Nämlich die Situation von prekär beschäftigten Lohnabhängigen, von Arbeitslosen, Frauen oder Migrantinnen. Klar ist auch, in diesen Auseinandersetzungen werden Geschlechterverhältnisse verhandelt. Es werden Bilder von Weiblichkeiten und Männlichkeiten hergestellt. Und Weiblichkeit wird instrumentalisiert, um die Folgen dieser Krisenpolitik aufzufangen. Die Krise kann aus feministischer und queer-feministischer Perspektive also nicht egal sein. Denn es geht nicht um Emanzipation auf Kosten anderer Herrschaftsverhältnisse. Es geht um ein solidarisches Empowerment gegen jede Form von Herrschaft. Blockupy ist der Versuch, die Auseinandersetzungen um Krise zusammenzuführen. Hier wird die europäische Krisenpolitik angegriffen, die Austeritätspolitik kritisiert. Hier wird der Zusammenhang mit rassistischer Grenzpolitik und Flüchtlingskämpfen hergestellt. Hier werden queer-feministische Forderungen eingebracht. Kämpfen wir also gemeinsam bei den nächsten Aktionen gegen die Krisenpolitik, denn im Herbst geht es weiter. In Frankfurt
soll dieses Jahr im Herbst das neue Gebäude der Europäischen Zentralbank eröffnet werden. Zur Eröffnung lädt auch Blockupy ein und auch queer feministische Zusammenhänge. Wir werden aber dort nicht feiern. Für uns heißt es Protest, ziviler Ungehorsam und Widerstand am Sitz der Profiteure des europäischen Krisenregimes. Tragen wir also gemeinsam unsere antikapitalistischen, feministischen Forderungen nach Frankfurt. Denn Blockupy weiß, Crisis has a gender. Interventionistische, queerfeministische Politik heißt, den gesellschaftlichen Kontext von Kämpfen mitzudenken. Und das heißt gegenwärtig intervenieren in die Auseinandersetzungen um Krise, intervenieren gegen die Abwälzung von Krisenfolgen, intervenieren gegen die Krise im Bereich Pflege, Bildung und Gesundheit. Heute und im Herbst in Frankfurt. Vielen Dank.